Ja, hallo Film- und DVD-Fans bzw. Sammler. Willkommen zu einem neuen Video bzw. zum ersten Video meiner sogenannten Wünsche oder halt Wünsche, die ich euch an euch gestellt hatte, meine lieben Abonnenten, und die ich jetzt langsam abarbeiten werde, diese ganzen Wünsche oder was ihr gerne für Videos haben wolltet. Und heute fange ich mal an mit dem Video zu meinen liebsten, zu meinen schönsten, verschiedensten Special Editions. Um eins vorwegzunehmen, Mediabooks und Hardboxen und Steelbooks lasse ich jetzt mal außen vor. Ja, jetzt geht es in erster Linie ehrlich gesagt nur um Digipacks, diesen ganzen Schuber-Kram. Ist nur eine Tinbox dabei, weil ich habe eigentlich nicht so großartig mit Tinboxen. Und wie ihr schon seht, das ist das, das ist die erste Spezialedition meiner Sammlung, die ich sehr, sehr gern habe. Und zwar ist das die von Sin City mit dem Recut, also die Extreme XXL Edition. In dieser bondage-mäßigen Verpackung. Hier oben ist auch die Lasche, lässt sich sehr einfach öffnen. Und innen drin befinden sich natürlich einmal die DVD in diesem Case hier. Eigentlich sehr schön aufgemacht von der Optik her. Und auch mit einer ganzen Menge Bonusmaterial, wenn man hier sehen kann. Bei der Extreme Edition ist das so, also bei diesem Recut, dass man sich die Folgen separat alle einzeln angucken kann. Also ja, losgelöst. Geht ein bisschen die Kontinuität flöten, aber ist nicht so schlimm. Und das Innere sieht so aus. Ja, zwei Discs und innen drin keine Aufmachung für den Film nochmal so, sondern typisches Werbegedöns, was man zu dem Zeitpunkt halt von Touchstone bzw. Buena Vista kannte. Jo, einmal das hier, dann haben wir natürlich das Zertifikat. Hier, wie man sieht, ganz leicht hervorgehoben, der Schriftsatz. Das Limitierungsnummer war doch relativ hoch limitiert auf 44.444 Exemplare. Jo, und natürlich das absolute Schmankerl ist der Comic Stadt ohne Gnade hier mit Marv, ja. Sehr schöner Comic. Insgesamt eine sehr lohnenswerte Edition. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Die müsste soweit out of print sein. Mittlerweile sind ja die Rechte für Sin City ja an den Studiokanal gewandert, die den Film auch schon mal dann nochmal separat veröffentlicht haben. Allerdings in der normalen Case-Version auf DVD und Blu-ray. Und ich glaube, ein bisschen Bonusmaterial abgespeckt. Auf jeden Fall Sin City Recut. Sehr schöne Edition, und hier an der Seite sieht man noch die einige Filmcharaktere. Jo, dann geht es weiter mit dem ersten Digipack, was es jemals von High Tension gab. War allerdings, wie man hier sieht, die Cut-Version, die 18er Version von MC1. Das Label gibt es auch seit einer ganzen Weile eigentlich auch nicht mehr. Ich habe von dem Film eigentlich alle Filmversionen schon mal besessen. Die FSK 18, die leicht gekürzte Spiel-JK-Version und dann die ungeprüfte Version, die ich damals in einem Comicladen entdeckt habe. Und die ist auch hier drin. Die 18er bin ich eigentlich relativ schnell losgeworden. Das ist natürlich dann der Unterschied, weil die Uncut-Version, die DVD, die bietet keinerlei extra. Jetzt nicht mal den Trailer. Das Digi ist aber sehr schön aufgemacht und hatte dann noch dieses Heftchen hierbei mit der Kapitelanwahl und natürlich auch mit den Special Features. Und beim Hauptfilm muss man natürlich auf den Trailer, Biografien und das ganze Gedöns natürlich verzichten. Ist aber nicht so schlimm. Dafür ist er Uncut. Und ja, das Mediabook war Mediabook. Ich fange schon wieder an, mich zu versprechen. Natürlich, das Digipack ist auch sehr gut verarbeitet. Und auch die Rückseite. Also, sozusagen, das hatte ich ja schon mal in einem meiner früheren Videos gesagt, habe ich sozusagen ein bisschen getrickst bei dieser Version. Aber es ist eine schöne Edition, hier auch mit Prägung. Ja, und eigentlich, ja, sollte man versucht, in einer Cut-Version besser an den Mann zu bringen. Nur schlimmer ist, die Schnitte fallen bei dem Film wirklich mehr als nur auf. Dann ein Vorzeigemodell für eine Reihe, die ich auch eigentlich ganz toll fand. Mittlerweile ist die auch so gut wie out of print. Ab und zu sehe ich nochmal Independence Day und so rumfliegen. Das ist das Vorzeigemodell der ganzen Reihe. Also ich würde gerne die anderen auch zeigen, aber ich zeige jetzt eine Edition von der Century 3 Edition. Das ist Königreich der Himmel. Hatte ich auch schon mal in einem meiner früheren Videos ausführlicher gezeigt. Ist ein 4-DVD-Set. Hier ist die. Und 45 Minuten längere Filmfassung drauf.
Und wie man sieht, sehr, sehr dick. Viele Extras, das übliche Faltblatt hier hinten drauf. Und diese Version gibt's dann auch, gab es dann nochmal in einer weiteren späteren Blu-ray-Auflage, und zwar in der Limited Thin Edition mit eigentlich den ganzen identischen Bonusmaterial. Deswegen zeige ich das großartig nicht, aber ist eine wunderschöne Edition und ja, ein eher unterschätzter Film von Ridley Scott, aber die Edition ist wirklich pralle. Ach, das, ja. Jo, dann kommen wir zu, ich glaube, einem Film, den ich euch habe, vielleicht den auch schon mal so gezeigt oder so, ich weiß nicht. The Fountain, hier in der Erstauflage von Arthouse, ein Unterlabel von Kinowelt. Hier mit diesem 3D-Cover-Schuber. Und ihr seht, das ist die Rückseite. Das ist Hugh Jackman, wo er diesen Tempel da hochkraxelt. Und hier vorne, also jeweils so verschiedene Charaktere, spielt er auf drei, sind ja drei Handlungsebenen, die der Film sozusagen hat. Und natürlich das Innere, das Digipack. Und das ist auch sehr schön ausgefallen mit einem sehr ausführlichen Booklet über die Darsteller, über die Dreharbeiten. Also ging es eine ganze Menge zu berichten. Und das hier war nochmal dieses Papp. Blatt, was halt hinten befestigt war auf dem Schuber, ja. Und insgesamt eine sehr schöne Veröffentlichung. Den Film gibt es auch im Steelbook, allerdings sind die Extras abgespeckt, aber dennoch sehr empfehlenswerte Edition. Ja, wenn man denn für so esoterisch angehauchte Filme was übrig hat, da packe ich jetzt nicht ein. So, dann kommen wir zum nächsten VÖ, hatte ich auch schon mal gezeigt gehabt, das war Kinder des Zorns. Jo, hatte ich in der 16er Abteilung entdeckt gehabt. Jo, 16er Abteilung, sehr witzig, wollte bei einer kaufen, hat sich dann doch anders überlegt. Ist es ungeprüfte DVDs, das sieht man hier. Und das hatte ich auch schon in einem meiner früheren Videos ausführlicher gezeigt. Qualität ist ganz gut, der DVDs Extras gibt es großartig keine, aber insgesamt doch eine sehr schöne Veröffentlichung hier mit Prägung und so. Sieht wirklich sehr schön aus. Also, für Horrorfans, System Kings Fans, alle meine Empfehlungen wert. Jo, dann hatte ich schon in meinem allerersten Video gezeigt gehabt, und zwar die Alien Quadrilogie Box. Es gab erst die Alien Legacy Box und dann kam später die hier raus. Die hat mich damals so knapp 100 Euro gekostet, aber der Preis hat sich gelohnt gehabt. Trotz dieses Mankos, dass die neuen Szenen, die in dem Film vorkommen, teilweise mit ganz anderen Sprechern vertont worden sind und sich überhaupt nicht gut anhören. Aber zum Glück gibt es ja englischen Ton. Ist, wie man sieht, ja, ein Digi-Stack, ja. Im Unterschied zur Alien Anthology, die ich auch habe, ist hier das wirklich übergreifend designt. Also diese Halterungen sind auch so in so einem Grünstich und das sind jeweils die ganzen Discs befestigt. Und ja, die ganze Ladung Alien hier und noch ein extra Booklet und hier Schimmer. Und ja, also eine wunderschöne Box. Von der ganzen Aufmachung her. Schimmereffekt und so. Und hier hinten ist natürlich noch der Chestbuster. Kommt natürlich darauf an, ob nochmal eine Box kommt, weil ja nächstes Jahr kommt ja dann Prometheus, das in gewisser Weise inoffizielle, offizielle Alien Prequel. Und da bin ich mal gespannt, ob sie dann nochmal eine Box raushauen. Wäre mal ganz interessant, ob das vielleicht mal passieren sollte. So. Dann, ja, ein Film. Über den regen sich viele auf, von Ridley Scott. Blade Runner wird von vielen auch Blade Runner genannt, finden viele blöd überbewertet. Ich finde den Film toll. Und diese Box hier, die Erstauflage, gab es auch in so einem Koffer mit Origami, aber Origami, Faltfigürchen, das ist so also Pappfigürchen, so diese gefalteten Dinger brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das Pappding ist oben halber befestigt und hier sieht man die ganzen Sachen, die drin sind. Also eine ganze Menge Film. 5 Filmversionen, 9 Stunden extra Material. Jetzt fange ich an, mich zu verquatschen. Und das erste, was uns natürlich ein Auge fällt, ist dieses, ja, diese kurze Filmsequenz, wirklich schickes Gimmick, würde ich mal sagen, dann eingelegt und da innen drin befindet sich natürlich das Digipack. Und ja, wie ihr schon seht, ist von der Aufmachung identisch mit der Metallhülle und ja, geht ein bisschen schwer raus. Oh, jetzt Leute, die Glocke. Und hier, ja, die Aufmachung hier, viele Filmszenen auf der Rückseite, wie ihr gesehen habt, natürlich einige Konzeptzeichnungen.
und ja, noch mehr Filmszenen und Konzeptzeichnungen. Ja, und hier haben wir natürlich ja, eine ganze Menge Heftchen. Und dann ein Brief von Ridley Scott, ja, sehr toll gemacht. Kann man regelrecht durchsehen. Und dann natürlich hier noch gewisserweise aufgelistet das Ganze. Einmal natürlich Werbung für den Roman von Philipp K. Dick. Und hier allgemein, wo noch rauskommt, den normalen To Disc Special Edition. Dann natürlich HD, Blu-ray, bla bla. Gibt es auch mittlerweile eine Neuauflage in der Cinema Collection. Ne, Premium Collection, Cinema Collection. Und dann haben wir natürlich noch das hier. Und, boah, ich bin ehrlich, ich habe mir seit Ewigkeiten nicht mehr angesehen. Natürlich sind da mehrere, ja, Konzeptzeichnungen drin. Ja. Also eine ganze Menge an Gimmicks, was die hier mit reingepackt haben. Nicht schlecht. Vor allem diese durchsichtige Brief von Ridley Scott. Und hier sind natürlich dann die Discs. Und Disc 5 hat, also, hat einen einzelnen Platz. Und von der Verarbeitung her ist das Digi wirklich erste Sahne. Natürlich über den Film kann man sich jetzt streiten. Aber ich finde ihn gut. Ich habe ihn auch schon in meinen jungen Jahren gesehen. Kam mal sehr spät in der Glotze. Habe ihn dann mal auf Video gesehen. Und ja, als das Teil dann für 2006 angekündigt war, war es natürlich in gewisser Weise ein Pflichtkauf für mich. Ja, auf jeden Fall wirklich schöne Tinbox von Blade Runner. So, dann kommen wir zu einem schmalen Diggi von Dragon, Männer und Backwood. Ja Leute, wir kaufen uns halt Backwaren. Nee, war ein Scherz. Backwoods Massacre hier in der Uncut Edition. Ja, dieses Wort Uncut. Ja, das benutze ich so gern. Hey Leute. Jo, wie man sieht, ich muss sagen, vom Artwork, von der Verarbeitung, es ist eines der besten Dragon Slim Diggis, die es gibt. Auch vom Bild natürlich, ist natürlich ein neuerer Film gewesen. Ihr New Media hat das natürlich dann unterlizenziert gehabt. Und so sieht das Ganze innen drin aus. Sehr geschmackvolles Design des Slim Diggis. Hier war nochmal Werbung für Seed. Ja, und da ist die Disc. Natürlich eines der wenigen Slim Diggis oder eines der ersten Slim Diggis, wo überhaupt kein Booklet dabei ist. Ein bisschen schade. Hätte man natürlich ein schönes Essay drüber machen können. Aber sonst nicht schlimm. Und ja, müsste eigentlich auch so gut wie out of print sein oder so. Also ich habe das in vielen Online-Shops oder so seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Gut, was kommt jetzt als nächstes? Ja, ganz kurz ein Blick. Planet Terror natürlich. Hat schon ein paar Dellen. Das liegt daran, dass mir damals ein halbes Regal halber in die Fresse geflogen ist. Also ich habe in den letzten Jahren viele Regale in die Fresse bekommen oder aufs Kreuz. Ich habe es gerade verdient. Aber es liegt auch daran, dass Katzen überall, ja, überall drauf rumlatschen müssen. Auf jeden Fall ist hier die limitierte Tinbox. Gab es damals einen Müller zu kaufen? Jo, jo, jo. Ein Spiel-JK für meine Müller, aber hat ja eine leichte JK. Also kann's, darf zwar nicht beworben werden, aber darf verkauft werden. Ja. So. Dann Animationsfilm Wall-E. Ja. Eine der schönsten Verpackungen der letzten Jahre von Walt Disney. Sowas habe ich dann überhaupt nicht mehr gesehen. Also wird eher so auf Steelbooks gesetzt und so. Aber das hier war ein sehr origineller Release. Sieht zwar aus wie so ein normales, so ein Schuber mit so einem Slim Digi, aber die Dinger sind überall befestigt zur Halterung. Und das hier ist einmal das mit der Bonus-Disc, da werden noch die ganzen Extras aufgezählt. Und auf der anderen Seite versteckt sich die Film-Disc. Wow! Also, ein wirklich schönes Teil, zumal man hier sehen muss, wie viel die Charaktere sind hervorgehoben, es hat einen leichten Schimmereffekt und so. Und ich muss wirklich sagen, das ist eine der letzten, richtig von der Verpackung her schöneren Veröffentlichungen aus dem Hause Walt Disney, beziehungsweise von, ja, Buena Vista Home Entertainment gehört ja auch zu denen, die gehören ja quasi, greifen alle in sich hinein, aber ist eine der schöneren Walt Disney Veröffentlichungen eines Pixar-Films in der letzten Zeit. Gut, dann ebenfalls ein Animationsfilm hier von Winkler Film. Ja, Winkler Film. Winkler Film ist eher so ein, auch so ein kleines Label, wo die Filme dann über den Vertrieb von Alive AG gehen, genauso wie die CMV Laser Vision Filme. Und ja, das ist auch so ein Release hier, da muss man wirklich suchen, suchen, suchen oder im Internet bestellen. Ist auch so eine Art, ja, Digi, so Falt-Digi. Ja, ist jetzt nicht sonderlich großartig verarbeitet. Hier drin findet sich die Disc, wie man sieht. Ja, von der Optik her nicht gerade nicht so spektakulär, aber ich finde diese Veröffentlichung
doch sehr liebevoll dafür, dass die Qualität des Films jetzt auf DVD jetzt nicht so grandios ist. Hier sind nochmal die ganzen Songs mit den jeweiligen Songtexten auch eine schöne Idee. Und natürlich hier hinten nochmal die ganzen Darsteller, wer wer ist und so. Also ist schon, ja, und hier sind normale drauf. Ist schon mal eine wirklich lohnenswerte Veröffentlichung gewesen. Und das ist halt so ein Film aus meiner Kindheit. Die habe ich zigmal gesehen. Und daher, als der auf DVD rauskam, musste auch in meine Sammlung ein, die Dschungel-Olympiade. Gut, der nächste Film ist eher so ein Film, der wurde zwiespältig aufgenommen. Aber hier geht es ja eigentlich nicht um die schönsten Special Editions. Auch wenn ich einige ausklammere. Und zwar der Goldene Kompass hier in diesem Digi von Warner Brothers und New Line Cinema. Ja. Von dem Film gab es keine Fortsetzung, lief halt zu schlecht, sollte ja offiziell, ja, die nächste Cash Cow nach Harry Potter oder Herr der Ringe werden, aber Harry Potter lief ja derzeit noch. Aber das Digi ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Auch von der Verarbeitung her, vom ganzen Look, wirklich sehr, sehr schön gemacht, also, ja. Und, also, ich fand den Film gut. Nur mal vorzusehen, hier diese Prägung, ja, sieht man schon ein paar Risse drin, aber das Teil hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, ist aber in Würde gealtert. Dann auch eine Edition, die hatte ich schon mal ein bisschen ausführlicher gezeigt, zwar Texas Chainsaw Massacre hier von Turbine in der, ja, 35-jährigen Jubiläumsedition. Ja, wirklich schöne Edition. Der Film ist ja jetzt nicht mehr beschlagnahmt, aber ob er jemals runterkommen wird oder ob jemals überhaupt, glaube ich eher nett. Der Film hat hier keinen Stein im Brett in Deutschland. Ah, Scheißfilm, brutal. Ist halt mehr Psychoterror, das Ganze. Hat eine leichte JK. Durfte trotz der Indizierung hierzulande nicht verkauft werden. Aber scheißegal. Ich meine, wenn er 25 Jahre nicht, immer noch nicht frei ist. Ey, es gibt Österreich, Leute. Es gibt UK, USA. Ihr könnt euch von überall den Film herholen. Das ist scheißegal, wenn hier nicht rumsteht. Hier gibt es ja nur immer noch die 68 Minuten Rumfassung im Handel. Und ja, egal. Turbine Media hat übrigens vor Ewigkeiten schon angekündigt, The Last of the Left und Hexen bis aufs Blut gequält, neu rauszubringen. Das sind ja auch so beides Filme. Last of the Left ist ja eine 131er. Ob der jemals, also, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall schöne Edition, hatte ich aber auch schon mal gezeigt gehabt. Jo, und da wir jetzt von The Last of the Left reden, zeige ich euch nochmal das war meine allererste Veröffentlichung von XT gewesen. Ja, das lag eher nicht an meinem Interesse, es lag eher daran, ja, dass meine Frau halt sehr interessiert daran war, als ich davon ganz ja, und jo, bestellt und dafür gut 25 Kröten hingelegt, aber ist eigentlich eine sehr schöne Veröffentlichung, nur muss man aufpassen, das Ganze nutzt sich doch schnell ab. Aber sieht wirklich sehr, sehr schick aus, das Teil. Und der Film ist wirklich schön zick, das Ganze. Die Extras liegen natürlich nur auf Englisch vor, ist aber nicht so schlimm, aber dafür. Ja, ein sehr längliches Digi, eine schöne Veröffentlichung, ja. Gut, dann kommen wir zu Hellboy. Ja, auch wieder ein schön aufgemachtes Digipack mit dem Director's Cut. Seiten sieht viele Extras, ja, ganz nett. Es gibt auch Auszug aus dem Comic, natürlich in Englisch, wie so oft. Und auch das Digi, ja, die Bösewichte Rasputin, Cronin. Und ja, die Guten sind natürlich innen drin. Wirklich sehr schön aufgemacht, also das volle Paket für den geneigten Comic-Fan. Ja, und auf der Rückseite Samael. Also ich mag diese Veröffentlichung sehr, also und also da haben sie echt viel Mühe gegeben. Und ja, also schönes Teil. Gut, jetzt kommen wir zum vorletzten. Und zwar Suspiria, auch wieder von Dragon. Ja, ein auch wieder so ein typisches Slim, die geht diesmal mit Heftchen. Laufzeit stimmt mal wieder nicht, aber ich glaube, das hatte ich früher auch schon mal gesagt, gehabt, nicht 82 Minuten, also da hätte es sich ja mehr um eine Cut-Fassung gehandelt. Aber auch innen drin sehr schön aufgemacht halt. Nur keinerlei Extras, aber die Qualität der DVD geht völlig in Ordnung und natürlich ein ausführliches Essay. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht drüber zu sagen. Ein schönes Teil halt. Und ja, Film ist auch gut.
Und last but not least, die wohl geilste Edition meiner ganzen Sammlung, von Event Horizon. Ist eher ein Science-Fiction-Film, der unterbewertet ist, oder ja, viele sagen, ja und so. Und als ich, ja, das Teil damals, ja, muss ich das sagen, aber ich habe es nirgendwo gesehen und es war dann ziemlich rasch ausverkauft gewesen. Und dann habe ich es mal im Saturn gesehen für 26 Euro und dachte, ach scheiße, für 26 Euro. Da habe ich mich ganz schnell von der Single-DVD getrennt und ja. Also und mit der ganzen Aufmachung, ich hatte ja schon mal auch in einem früheren Video-Teil schon mal gezeigt, in einer Review und ja. Sieht jetzt so sonderlich nicht spektakulär aus, das ganze Ohr hier, guck mal, ein Maden befallen, uah, Maden. Aber meistens geht es um die inneren Werte und da war es das Teil hier wirklich mehr zu überzeugen. Die beiden Discs. Von dem Film gab es danach auch etliche Neuauflagen, vor allem Steelbook. Steelbook sah eigentlich auch nicht schlecht aus, aber das hier ist die absolute Krönung. Eine geniale Verpackung für einen Film, der eigentlich, wenn man es so sieht, total unter Wert gehandelt worden ist und der eigentlich, ja, letztendlich im Kino gefloppt ist. Also da wurde so viel Geld ausgegeben und im Endeffekt hat sich überhaupt nicht rentiert. Oh, und wie ihr seht, wo ist denn der Schriftzug hin? Oh Gott, hat er sich aufgelöst. Oh Gottes Willen, da ist er ja. ja, das ist auch eine coole Idee mit dem Booklet hier vorne drin. Da ist der Filmtitel drauf und wenn man es falsch reinmacht, hat man plötzlich keinen Filmtitel mehr. Aber eine wirklich schöne Idee, diese Verpackung. Auch dieser sehr stabile PVC-Schuber-Schutz und hier nochmal das Innere, wo man das dann reinschieben kann. Und das ist meine liebste Edition, also eigentlich meine Number One sozusagen unter diesen extra verpackten. Jo, nachdem ich jetzt viel gequatscht habe und an Atemnot leide, hoffe ich, es hat euch gefallen mit diesem ersten Wunschvideo, was sich einige gewünscht hatten, beziehungsweise die Anregung kam ja von einem User. Ja, und mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Lord.